So, nächstes Spiel, was wir vorbereitet haben. Mal wieder ein Auswärtsspiel aus Iserlohn. Ja, kann man ja nicht sagen, dass es ein Auswärtsspiel ist. Die Eissporthalle ist bekannt, ähnelt der Halle am Westbahnhof. Gleiche Bauweise. Aber bei den Spielen zwischen Essen und Iserlohn oder Iserlohn und Essen sind immer eine ganze Menge Fans von beiden Teams in der Halle und unterwegs. Ersten Dehnübungen und Warm-up-Übungen. Ja, und Seite an Seite mit dem Kameramann der Iserlohner, unser Kameramann Hugo Pieper. Und die Halle war so knackevoll. Die beiden Kameraleute mussten sich sogar auf die Leiter stellen und immer abwechseln. Ja, und das Maskottchen der Iserlohner ähnelt mehr so den Gockel der Franzosen. Derby-Charakter. Ausverkauftes Haus am Seilersee. Was würden beide Teams machen, wenn sie nicht zusammen in einer Liga spielen würden? Also wenn einer der beiden Teams in die GEL ziehen sollte, auf alle Fälle Antrag stellen und den anderen mitnehmen. Die Iserlohner im hellen Trikot. Und die erste brenzliche Situation vor dem Essener Gehäuse. Und kommt dadurch Zeit. Ein schöner Pass, aber etwas zu lang. Nachschuss. Und Ian Wood 3-4 Mal. Spektakulär, wie er die Scheibe abwehrt. Ja, das braucht der Goalie der Iserlohner immer wieder. So putscht er sich auf. Großchance für die Iserlohner. Radek Tott ziemlich weit aus dem Tor gefahren. Überzahl für die Moskitos. Wood. Dumme Attacke in dieser Phase von Radek Tott. Er wurde behindert von einem Spieler der Iserlohner. Hier nochmal zu sehen die Zeitlupe. In der ersten Aktion hier gerade schon angegangen. Wieder ziemlich weit aus dem Tor raus. Jetzt wieder zurückfahren. Wird eventuell auch leicht geschubst vom Verteidiger. Der Essener. Aber da gibt es kurz einen Prozess. Überzahl. Dadurch natürlich. Der Schiedsrichter fängt halt 2 Strafminuten gegen Tott und nach 7 Minuten Stefan Lübben erzielte das 1:0. Mordshammer. Keine Abwehrmöglichkeit für Radek Tott. Und die Sauerländer machten weiter Druck auf das Essener Gehäuse.
Ja, und dann ging es wieder richtig zur Sache. Auch immer cool. Tankte sich da gut durch und ihren Hut ist eigentlich auch keiner von schlechten Eltern. Hat einen kleinen Krieg mit Jay Lubnowski. Dann ein langer Pass. Oh, André Fuchs. Ah, ist das sauer. Er weiß es selber. Einer der torgefälligsten Spieler, der Essener, vergibt hier die erste dicke Chance im ersten Drittel. Und erste Drittel vorbei, 1-0 für die Iserlohner und am Abgang in die Kabine natürlich noch ein paar Handgreiflichkeiten. Das muss sein, die Luft muss raus. André Fuchs auf der linken Seite im zweiten Drittel knapp am Tor vorbeigeschlinzt. Super Solo. Das sieht man in dieser Halle nicht so gerne. Andreas Bocconi, ein alter Iserlohner Spieler, hier groß geworden, tanzt da also reihenweise die ganze Abwehr aus. Und Irmgut entschärft die nächste Chance der Moskitos. Aber so jetzt nach der Hälfte der Spielzeit wurden die Essener stärker, konnten sich aus Umklammerungen lösen und versuchten jetzt mehr Druck auf das Tor durchzuführen und Josef Zajic mit etwas Glück buxierte er die Scheibe zum Ausgleich über die Linie. Auf Essener Seite 1-1 und der Druck ging weiter auf das Iserlohner Tor. Die Sauerländer jetzt in Unterzahl. Jay Lubnowski sofort abgezogen. In dieser Phase war der Tod zweimal nicht ganz sicher. Abgepfiffen, unterbrochen vom Schiedsrichter. Wieder Rangeleien zwischen Essener und Iserlohner Spieler. Klasse gemacht. Schön liegen gelassen die Scheibe. Und Dreiseitel hatte die Chance hier zum 2-1. Oder besser gesagt zum 1-2 für die Moskitos.
4 Minuten im letzten Drittel gespielt. Und die Iserlohner kamen aus der Kabine und wollten hier wieder zeigen, wer Herr im Haus ist, wollten das Spiel annehmen, wollten zeigen, dass sie hier nicht die Punkte den Essenern überlassen wollten. 6 Minuten im letzten Drittel gespielt, Bulli vor dem Essener Tor. Und die Sauerländer machten weiter Druck. Und Todd findet den Schläger. Ja, und dann ist der Puck im Netz. Butzigeiler hat es den Essener mal wieder gezeigt. Riesenstimmung natürlich jetzt hier am Seilersee. Todd leicht die Orientierung verloren in dem Moment. Suchte seinen Schläger und Geiler nutzt es aus. Ein Riesengerangel jetzt hier vor dem Sauerländer Tor. Ian Wood hat die Scheibe ganz sicher und die Essener stochern auch nach. Und Überzahl. Chance zum Ausgleich. Pokorny. Wenn Andreas Pokorny hier einen Treffer erzielt hätte in dieser Phase, ich glaube, der bräuchte nicht mehr nach Iserlohn kommen. Und Tor! 2:2 im Moment, wo sich die Iserlohner vervollständigen konnten, erzielte Luknowski den Ausgleichstreffer. Noch 6 Minuten zu spielen. Mordshammer und Todd. Weiß nicht, wo die Scheibe ist. Glück für ihn. Ups. Der nächste Knaller auf das Essener Tor. Sekunden noch zu spielen. Iserlohner haben Zeit. Und schon erstmal einen Punkt festhalten. Für beide Mannschaften schon mal ein Punkt sicher. Verlängerung angesagt. 2:2 nach 60 Minuten. Fehler in der Abwehr von Hilström. Leider konnten wir jetzt keine besseren Bilder mehr bieten. Die Zuschauer standen auf den Sitzen und Jiří Šajba macht das Tor. Mutterseelen alleine stand er am linken Pfosten. Konfusion in der Abwehr der Sauerländer. Und natürlich Riesenjubel. Vor allen Dingen Radek Todd fiel einem Riesenstein von seinem Herzen. Hatte nicht so den sichersten Tag an diesem Samstag. Aber man muss ihm auch mal ein nicht so starkes Spiel gönnen. 3 Sauerländer und rechts auch noch ein weiterer Moskito-Spieler ganz frei. Abwehrverhalten in dieser Phase der Sauerländer. Mangelhaft. Aber uns soll es egal sein. Zum Schluss noch der Spieler des Abends, kann man ja nicht sagen, des Tages, Radek Todd. Das ist die Meinung der
Sauerländer gewesen. Spiel am Seilersee, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, ist so und so immer richtig was los im Stadion. Glücklicher Sieg für die Moskitos, aber den Fans war es einfach egal, sie feierten. Was zählt, das ist ganz, ganz wichtig für einen Essener, Sieg gegen Sauerland. Schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des Topspiels dieser 0-10 gegen die Moskitos aus Essen. Bei mir sind beide Trainer, zu meiner Rechten Jan Bender aus Essen und zu meiner Linken der Iserlohner-Trainer Greg Post. Darf ich noch bitten, den Gästetrainer in sein Statement für das heutige Spiel. Guten Tag, ich glaube, da jede. Und jeder hat im Eissport gerade sehr schöne Spiele gesehen. Glaube ich, das war sehr gut, der wäre gut für Eishockey. Gut, dass das auch Schwänzen übertragen hat. Man kann zeigen, dass auch in dieser Liga sehr schöne Eishockey gespielt wird. Ich glaube, die Punkteverteilung geht in Ordnung. Ich sage mal, sehr stark angefangen. Er hat auch gut gesehen, ich höre dort. Wir haben eine bestimmte Überzahlsituation gehabt und so weiter, die ganzen Spiele in dieser Phase. In der zweiten Saison habe ich den Gegner total beherrscht und da habe ich nur ein Tor gemacht. Und das ist letzter Zeit unser Problem, dann, wenn uns zu viele Chancen wie ein Tor und natürlich auf der Seite, ich sage mal, Torwart ist sehr, sehr gute Verfassung. Und das letzte Drittel, glaube ich, das geht auf beide Seiten 50-50. Die Kräfte haben wir noch ein bisschen nachgelassen und diese glückliche Tor in Overtime, glaube ich, wird geben noch. Dankeschön, Herr Lennart. Gibt es Fragen? Kann es da besser an den Trainer aussetzen? Also nicht der Fall, dann gebe ich das Mikro rein weiter an den Salonertrainer, Herr Post. Ja, wissen Sie, schönen guten Abend zusammen. Ich glaube, wir müssen die gesamte Wochenende sehen. Wir haben den Brown leider gewonnen. Okay, wir haben vorhin heute Abend, aber gerade auch mit 4 Punkten an die Wochenende können wir ganz gut leben. Heute, wir waren im ersten Drittel rausgegriffen, zweiten Drittel. Wir haben ein bisschen zu viele Fehler gemacht in der Defensive. Aber trotzdem, wir haben unsere Ziele erreicht. Und das war mit 20 Minuten über das Spiel, um höchstens Unterschied zu haben. Und dann haben wir ausgegeben in den letzten Drittel, das Spiel zu gewinnen. Und dann am Ende in den Verlängerung beim Anfang und dann hat sie eine Fehler gemacht. Und ich glaube, beide Mannschaften könnten die Torhüter danken, dass das Spiel ist nicht 6-6 oder 7-7, dass wir nur 2-3, weil beide Mannschaften viel Torchancen. Dankeschön.